Ja, lieber Nikolai, also zwar eins gewonnen, das war alles, was man über das Spiel groß sagen konnte. Erste 35 Minuten war alles in Ordnung. Was war los in den zweiten 35 Minuten? Ich merke schon, dein Sohn heult wahrscheinlich über die zweiten 35 Minuten. Wahrscheinlich heute wegen deiner Fragestellung, aber das macht er schon seit längerem. Nein, also ich denke, Alster hat in der zweiten Halbzeit nochmal deutlich aggressiver gespielt. Dementsprechend war es ganz gut. Und also ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit aber auch so viele Kontermöglichkeiten haben. Da müssen wir deutlich früher ein drittes Tor machen und dann wird das Spiel auch nicht mehr so spannend. Ja, spannend gemacht haben es deine Mädels ja ohnehin, weil sie irgendwie mit den Ecken haben sie, glaube ich, nichts am Hut. 8 Stück und 0 Treffer, das ist schon bisschen schwach für einen Spitzenreiter, der außerdem in der Halle da Europacup-Sieger der Mannschaften geworden ist. Ja, also ich glaube aber auch, dass wir uns mit Lulu da nochmal als Haupteckenschützin nochmal eine ganze Ecke steigern können. Und, aber ich finde, zu einem ersten Saisonspiel gehört einfach auch dazu, dass man da noch nicht immer so hundertprozentig abgestimmt ist. Und ich glaube aber, Alster hat es auch gar nicht so schlecht verteidigt. Ich meine, wenn man jetzt alleine auch sieht, dass die Torhüterin 2 Bälle sehr gut rausgefischt hat, finde ich nicht schlimm. Die 3 Punkte sind sehr wichtig. Und ich hoffe, dass wir im Laufe der Saison nochmal deutlich bessere unsere Eckenquote hinbekommen. Ja, nicht nur die gegnerische Torfrau, auch unsere Nathalie hat wieder 2-mal ihre Extraklasse bewiesen und euch davor bewahrt, das Ding zu verlieren. Ja, die ist ja immer gut. Also das brauchen wir auch, sonst wären wir nicht da oben. Ja, das hoffe ich, dass es besser weitergeht und morgen dann gegen Flottbek. Wie siehst du das Spiel? Also ich glaube, dass Flottbek ein extrem unangenehmes Spiel wird. Die spielen einen sehr einfachen Spielstil mit vielen langen Bällen. Und es ist aber gar nicht so leicht, das zu verteidigen. Und ich hoffe, dass wir da aber genug Bälle wegnehmen können und dann gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner die Geduld haben, uns die Lücken auszuspielen. Und selbstverständlich, wenn wir was mit den Playoffs zu tun haben wollen weiterhin, müssen wir das Spiel gewinnen. Ja, ich bin froh, dass du erkannt hast, dass sie lange Bälle spielen und ich hoffe, dass du morgen die richtige Antwort hast und dafür wünsche ich dir viel Glück. Vielen Dank, Nikolai. Danke euch.